Die FAM ist eine kompetenzorientierte Hochschule. Dies ist so in unserem Leitbild der DNA der FAM verankert und dies verkörpern wir in der Lehre in jedem Fachbereich und jedem Studiengang. Abgebildet ist dieser Ansatz in unserem FAM-Kompetenzmodell. Was bedeutet dies nun ganz genau? An der FAM vermitteln wir nicht nur wissenschaftlich fundiertes Wissen für den Kopf, wir machen die Studierenden ganzheitlich fit für die Herausforderungen der Arbeitswelt jetzt und in Zukunft. Als kompetenzorientierte Hochschule zielt unsere Lehre in allen Fachbereichen und allen Studiengängen darauf ab, die Studierenden beruflich und akademisch handlungskompetent und somit beschäftigungsfähig zu machen oder zu halten. Das Ziel unseres Kompetenzansatzes ist also die Employability, die Beschäftigungsfähigkeit zu ermöglichen. Im FAM-Kompetenzmodell wird dies durch drei wesentliche Kompetenzbereiche eingelöst. Erstens dem Kompetenzbereich der Fachkompetenz oder auch Professional Skills genannt. Hier vermitteln wir den Studierenden die Fachkompetenzen, die in ihrer Branche State of the Art sind, und zwar mit Methoden, die sie befähigen, ihr Know-how auch tatsächlich anwenden zu können. Dazu zählen unter anderem die fachbezogenen Seminare, aber auch Exkursionen, Expert Circle, die SIP-Phase und. On top lernt jeder Studierende der FAM im zweiten Kompetenzbereich sogenannte Management Skills oder Wirtschaftskompetenzen, um in ihrem Fachbereich wirtschaftlich handeln, Unternehmen zu gründen und oder leiten zu können. In der Lehre vermitteln wir Kompetenzmerkmale dieses Kompetenzbereichs, Management Skills, zum Beispiel über Module wie strategisches Management, digitale Geschäftsmodelle oder nachhaltige Unternehmensführung. Und dies gilt wirklich für jeden Fachbereich der FAM, denn wir sind der Auffassung, dass auch eine angehende Kita-Leitung oder ein angehender Journalist, eine Journalistin über solche Kompetenzmerkmale verfügen sollte, um beispielsweise in der Sozial- oder Medienbranche erfolgreich handeln zu können. Im dritten Kompetenzbereich unseres Kompetenzmodells machen wir die Studierenden zudem noch fit in den überfachlichen Kompetenzen oder sogenannten Smart Skills. Bei diesen Zukunftskompetenzen gehen wir davon aus, dass unsere Studierenden jetzt und in den nächsten Jahren bei einer VUCA-Welt, die sich stetig wandelt und immer komplexer wird, als Fach- und Führungskräfte sowohl in der analogen als auch in der digitalen Welt bestehen müssen. Von daher vermitteln wir im Bereich der Smart Skills die Schlüsselkompetenzen in vier Feldern, die analog und digital relevant sind, um beispielsweise sowohl in der analogen und digitalen Welt agil und teamfähig handeln zu können. Vermittelnd werden die Kompetenzmerkmale, die Sie hier sehen, unter anderem in den Modulen des Studium Generale wie Teammanagement, Moderation und Präsentation oder Selbstmanagement und Selbstmarketing. Damit unsere Studierenden den Megatrends und Herausforderungen in ihren beruflichen Handlungsfeldern erfolgreich begegnen können, braucht es eine Fülle an Kompetenzen und diesen ganzen Strauß an Kompetenzen vermitteln alle Dozierenden der FAM nach dem Fahrplan des FAM-Kompetenzmodells. Wir freuen uns auf viele kompetente Studierende und Absolventinnen und Absolventen. Bis dahin, Ihr Tim Brüggemann.